Lektion 302 aus dem Übungsbuch Ein Kurs in Wundern. Wo Dunkelheit war, schaue ich auf das Licht. Vater, endlich öffnen sich unsere Augen. Deine heilige Welt erwartet uns, wenn unsere Sicht endlich wiederhergestellt ist und wir sehen können. Wir dachten, dass wir litten, doch hatten wir den Sohn vergessen, den du erschaffen hast. Jetzt sehen wir, dass die Dunkelheit unsere eigene Einbildung ist und das Licht da ist, damit wir auf es schauen. Die Christi-Schau verwandelt die Dunkelheit in Licht, denn die Angst muss verschwinden, wenn die Liebe gekommen ist. Lass mich heute deiner heiligen Welt vergeben und auf das ich auf ihre Heiligkeit schauen und verstehen möge, dass sie nur meine eigene widerspiegelt. Unsere Liebe erwartet uns, während wir zu ihm gehen, und wandelt neben uns, indem sie uns den Weg weist. Er versagt in nichts. Er ist das Ziel, welches wir suchen, und er ist das Mittel, durch was wir zu ihm gehen. Teil 2 aus dem Übungsbuch Ein Kurs in Wundern, 9. Abschnitt. Was ist Christi Wiederkunft? Die Wiederkunft Christi, die so sicher ist wie Gott, ist nur die Berichtigung von Fehlern und die Wiederkehr der geistigen Gesundheit. Sie ist ein Teil des Zustandes, der das zurückerstattet, was nie verloren war, und wieder einsetzt, was immer und ewig wahr ist. Sie ist die Einladung an das Wort Gottes, den Platz der Illusionen einzunehmen und die Bereitwilligkeit, die Vergebung ausnahmslos und ohne Vorbehalt auf allen Dingen ruhen zu lassen. Es ist die alles einschließende Natur von Christi Wiederkunft, die es ihr erlaubt, die Welt zu umfangen und dich sicher zu bergen in ihrer sanften Ankunft, die alle Lebewesen mit dir umfasst. Die Befreiung, die Christi Wiederkunft bringt, hat kein Ende, da Gottes Schöpfung grenzenlos sein muss. Die Vergebung leuchtet Christi Wiederkunft den Weg, weil sie auf alles als eins leuchtet. Und so wird das Einssein endlich wiedererkannt. Christi Wiederkunft beendet die Lektion, die der Heilige Geist lehrt, und macht dem jüngsten Gericht Platz, in dem das Lernen in einer letzten Zusammenfassung endet, die sich über sich hinaus ausdehnen wird und zu Gott hinaufreicht. Die Wiederkunft Christi ist die Zeit, in der ein jeder Geist den Händen Christi übergeben wird, um dem reinen Geist zurückgegeben zu werden, im Namen der wahren Schöpfung und des Willen Gottes. Christi Wiederkunft ist das eine Ereignis innerhalb der Zeit, das die Zeit selbst nicht beeinflussen kann, denn jeder, der jeher kam, um zu sterben oder noch kommen wird oder jetzt gegenwärtig ist, wird gleichermaßen befreit von dem, was er gemacht hat. In dieser Gleichheit wird Christus als eine einzige Identität wiederhergestellt, in der die Söhne Gottes anerkennen, dass sie alle eins sind. Und Gott der Vater lächelt auf seinen Sohn, auf seine eine Schöpfung und seine einzige Freude. Bete darum, dass die Wiederkunft bald sein möge, doch lass es darauf nicht beruhen. Sie bedarf deiner Augen und Ohren, Hände und Füße. Sie bedarf deiner Stimme, am meisten aber bedarf sie deiner Bereitwilligkeit. Lass uns frohlocken, dass wir Gottes Willen tun und uns in dessen heiligem Licht vereinen können. Siehe, der Sohn Gottes ist eins in uns, und wir können die Liebe unseres Vaters durch ihn erreichen.